Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Troublemaker Kimme! Ich schieb mal den Herrn zu seinem Drink. Okay. Kann ich jetzt noch andere Sachen machen, die ich sonst wieder verpassen würde? Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Hast du im Studio das Licht angelassen? Oh, oh. Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Leo, oh mein Gott. Leo. Mein kleiner Junge. Karl, Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Karl, ich wollte das nicht. Verschwinde! Los! Geh! Marcus! Keine Bewegung! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott!
What? What? Okay, okay, okay. Ich erkläre ganz kurz für die Leute, die jetzt hier neu reingekommen sind. Ich habe das ja schon mal gespielt bei dem Event von dem Spiel. Und damals hatte ich mich entschieden, auf Karl zu hören und mich nicht zu wehren. Ich wollte mir jetzt mal angucken, was passiert, wenn man sich wehrt. Jetzt ist er unglücklich gestürzt und war anscheinend RIP. Direkt. Ja, jetzt ist die Frage, was wäre denn jetzt? Ich meine, ich würde jetzt spoilern. Pass auf, die Leute, die hier im Stream, ne? Und meinetwegen auch die im YouTube-Video. Wenn ihr nicht hören wollt, was passiert, wenn man den anderen Weg einschlägt, dann müsst ihr jetzt irgendwie Kopfhörer ausmachen, Ton ausmachen. Und ich wink dann so dumm, wenn wir durch sind, wenn ich erzählt habe, was dann passiert. Okay, also wenn man sich entscheidet, ihn anzuhören, dann kriegt Karl den Herzinfarkt. Und ich meine, ich erinnere mich gar nicht mehr richtig, aber ich meine, dass er dann verreckt und Leo abhaut oder so. Ja, Leo haut ab und Karl verreckt. Super weird. Also ist die Frage, was kommt danach? Weil ich habe danach, glaube ich, nicht mehr weitergespielt. Spielt man Marcus jetzt noch? Wird er irgendwie repariert? Was passiert? Und inwiefern knüpfen dann die Sachen, die nachher passieren, an das, was hier passiert ist? Und gibt es einen Riesenunterschied zu dem, was passiert, wenn er angeschossen wurde und oder Karl jetzt stirbt? Wisst ihr, was ich meine? Also startet er dann bei der nächsten Sequenz wieder da, wo er auch starten würde, wenn man das andere hier gewählt hätte? Oder startet er woanders? Fragen über Fragen. Hat jemand den Sound ausgemacht? Würde mich mal interessieren jetzt. Weiß jemand, wie viele Spielstunden das Game verspricht? 25 bis 30. 25 bis 30 Stunden. Spoiler, Ende. Mir ist eingefallen. Nein. Nein, no. Job, hab gemutet. Okay, okay. Nur Interesse halber. YouTubes, ein paar Leute haben den Sound ausgemacht. Wie weit sind wir denn? Ach, wir sind doch gar nicht so vorne. Machen wir nochmal die nächste Sequenz, oder was? Los geht's, Abfahrt! Achso, warte, bevor wir das machen. Die weltweiten Statistiken. Wer hat sich denn entschieden? Wie viele Leute entscheiden sich, ihn zu schubsen? 42% nur. Das heißt, die meisten Leute, nicht viel mehr, aber die meisten hören auf Karl. Sehr, sehr interessant. Okay, nächste. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir.
Erstmal analysieren, ne? Hinweise auf Software-Instabilität. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Okay. 2030. 8 Jahre alt, das Ding. Okay. Was haben wir hier? Okay, das Blut von seinem Besitzer. Hier ist er kaputt gegangen. Ah, mit dem Steher drauf. Nicht kritischer Stufe 2 Schaden. Okay, eins noch, eins noch. Wiederholte Markierung über 16 Monate, verursacht durch Zigaretten. LOL! Huh. Okay. Stresslevel 35%. Erreiche optimalen Stresslevel. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst. Herr, bei Gefühl. Menschen. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Hey, wow, 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 wow. Ich will dir bloß helfen. Aber du musst mir vertrauen. Wow, 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 wow. Ich möchte dich wirklich hier rausholen. Moment, Moment, Moment. Ist jetzt das Stresslevel gut, wenn es groß ist, hoch ist oder niedrig? 100% Stress wäre ja nicht so gut. Aber da steht zu niedrig. Weird. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Was werden sie mit mir machen? Oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wähle eine Herangehensweise. Okay, also ihn stressen war der richtigere Weg. Unter Druck setzen, Speicher prüfen oder überzeugen. Ich glaube, Speicher prüfen würde ihn auch unter Druck setzen. Du lässt mir keine Wahl. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst.
Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt! Du musst sofort damit aufhören! Vorsicht! Ach du Scheiße! Okay, das hatte ich auch schon nicht gespielt. Ich hatte es angefangen, aber ich hatte es nicht weitergespielt. Wow. Okay, sick, Mann. Ich will wissen, was noch passieren hätte können. Was hätte noch passieren können? Wir haben hier 4 verschiedene Enden. Wow. Speicher prüfen. Hier kann es sich aufdingsen, ne? Hier kann es sich auch nochmal aufdingsen. Hier kann man auch mal zum anderen Ende kommen, aber nicht zum ersten. Oh, shit. Ich will wissen, was noch hätte passieren können. Aber das Ding ist, dass der Detektiv-Druide jetzt auf jeden Fall nochmal repariert werden kann. Wie gesagt, nach der ersten Szene, wenn er da stirbt, kann er auch nochmal wiederkommen. Also man spielt ihn dann doch schon nochmal weiter. Das heißt, Reparatur ist durchaus möglich. I don't know. Und was wäre jetzt passiert, wenn wir ihn jetzt einfach nur überzeugt hätten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Es ist alles so spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.